Natürlich! Dein erstes Halloween in Wheelieville. Ich will meiner Lieblingscousine gleich die ganzen Kostüme, die Süßigkeiten und die Deko zeigen. Wow! Das klingt ja echt super, Buster. Und natürlich auch Wheelieville, wenn es dunkel wird. Dunkel? Das klingt unheimlich. Das Unheimliche macht Spaß. Darum geht es doch am Ende. Komm mit, ich führe dich rum. Es färben sich die Blätter. Sie sind längst nicht mehr grün. Zieht euch die Kostüme an, denn jetzt ist Zeit für Schmücken wir die Stadt mit Spinnennetzen aus. Schnitzen wir uns Kürbisse und trauen uns in das Geisterhaus. Spuken wir umher mit Tüten klein und groß. Am Abend sehen wir der Parade zu. Endlich sind die Monster los. Halloween, Halloween, geht von Tür zu Tür. Wird, beendet einen Streich. Und dann? Er hat uns nicht gesehen und wird vor Schreck fast kreidebleich. Eins, zwei, drei, Halloween! 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 Geht von Tür zu Tür. Macht die Tüten auf. Kostümiert euch schön für Halloween. Yeah! Hurra! Es ist Halloween! Fertig werden. Ich habe noch so viel zu tun. Oh, ein Hütchen. Hallo, Mr. Jones. Oh je. Das tut mir wirklich leid. Wir helfen Ihnen. Danke, Buster. Du bist ein sehr hilfsbereiter Bus. Das ist meine Cousine Bella Bus. Hallo. Heute ist ihr allererstes Halloween in Wheelieville. Hm? Hallo, Bella. Buster passt ganz bestimmt gut auf dich auf. Er ist ein echter Halloween-Profi. Ich liebe Halloween. Stellen Sie die Hütchen für die große Kostümparade auf? Darauf kannst du deine Radkappen verwetten, Kleiner. Für eine Parade brauchen wir eine verkehrsfreie Zone. Habt ihr euch denn schon Kostüme überlegt? Ich ja. Ich kann es kaum noch abwarten. Als was gehst du zur Kostümparade, Bella? Bella? Ich glaube, da fehlt ein Hütchen. Wo ist das denn jetzt abgeblieben? Ich habe sie doch alle aufgestellt. Komm zu Papa. Hütchen, Hütchen. Wo ist es nur hin? Da ist es ja. Schon gut, Bella. Bandit hat uns bloß einen Streich gespielt. Oh, ich wollte dich erschrecken, Buster. Hör gefälligst auf mit diesem Unfug. Ich habe noch viel zu tun, damit alles für die große Parade rechtzeitig tipptopp ist. Und ich möchte euch helfen. Jada! Oh, zum Glück bist du da. Hi, Buster. Bandit? Mr. Rubble? Und wer ist das denn? Meine Cousine Bella. Schön, dich kennenzulernen. Hi. Was ist das denn da? Meine neueste Erfindung. Wow! Ihr kennt doch sicher Kürbislaternen. Da wird ein Gesicht hineingeschnitzt. Also, das hier ist eine Jada-Laterne. Ein solarbetriebenes Kürbislicht. Das bedeutet, es erhält den Nachthimmel mit Hilfe des Sonnenlichtes. Kapur! Wow! Das ist hell. Dann warte erst mal heute Abend ab. Heute Abend? Während der Parade. Wenn wir damit die ganze Stadt beleuchten, dann kann jeder sehen, wohin er in der Dunkelheit geht. Das klingt unheimlich. Wie dunkel? Vollkommen dunkel. Um Wheelieville in die richtige Stimmung zu tauchen, schalten wir alle Lichter aus. Sonst wäre es ja kein richtiges Halloween. Danke, Jada. Dank dir wird die Parade etwas ganz Besonderes und überhaupt erst möglich. Ohne deine Lichter oder Verkehrshütchen gäbe es gar keine Parade.
Das mache ich doch gern. Jetzt muss ich aber zurück in die Werkstatt. Ich muss mich ja noch kostümieren. Ich muss dir mein Kostüm unbedingt zeigen. Es ist das Coolste aller Zeiten. Stimmt nicht. Meins ist das Coolste. Als was gehst du? Eine Überraschung. Zeig du mir deins zuerst. Das mache ich doch glatt. Mir nach! Tschüssi! Bis heute Abend. Tschüss! Tschüss. Das da ist mein Kostüm. Du verkleidest dich als Poster. Sei doch nicht albern. Ich gehe als das, was auf dem Poster ist. Als Supercar. Oh. Er ist ein Superheld. Du kannst aber kein echter Superheld sein. Zu Halloween tut man doch nur so. Meine Mama sagt, man übt trotzdem, was man sein will. Auch wenn man nur so tut. Und wenn du nicht weißt, was du sein willst? Das mag ich ja am meisten an der Kostümparade. Man muss es nicht wissen. Man kann einfach alles sein. Solange es cool ist. Oder solange es dich glücklich macht. Und du, Bella? Als was gehst du zur Parade? Ich werde nicht an der Parade teilnehmen. Was? Was? Wieso denn nicht? Na, weil ich kein Kostüm habe. Was? Bella, du brauchst aber unbedingt eins. Ohne Kostüm ist Halloween einfach nicht dasselbe. Alles klar! Superbuster ist da! Wir finden schon was für dich. Wirklich? Bist du sicher? Sicherer geht's gar nicht. Warte, es geht los. Bring uns auf dem schnellsten Wege zu Montys Kostümladen. Monty? Hast du geöffnet? Wo steckst du? Juhu! Hier oben! Hallöchen miteinander! Sucht ihr etwa nach einem Kostüm? Aber du hast dir doch schon eins ausgesucht, Buster. Meine Cousine Bella aber noch nicht. Sie braucht noch eins. Für die große Parade. Ich bin um die ganze Welt gereist und habe dabei nur die schönsten, die fabelhaftesten und die wunderbarsten Kostüme zusammengetragen, die die Welt zu bieten hat. Ich habe alles, was dein Herz begehrt. Einen Tiger, eine Prinzessin, eine Ninja, einen Regenbogen-Weltraumzugpiloten. Verträume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Wow, eine Superheldenmaske. Ich bin Super Bandit. Hi-ya! Ha, ha, ja, ha. Oh! Oh nein, nicht schon wieder! Mein Seil hat sich gelöst! Es tut mir leid, Monty! Das war ein Unfall! Monty, halt dich fest! Und genau das kann ich nicht, mein kleiner Freund! Monty! Verzeihung! Tut mir leid, ich bin außer Rand und Band. Oh nein! Monty! Mach dir keine Sorgen um mich, Buster. Ich entschwebe in mein nächstes Abenteuer. Oh, viel Glück bei der Kostümsuche, Bella. Tschüssi! Wird er denn klarkommen? Der kommt zurück. Fahren wir nach Hause. Jetzt doch noch nicht. Bella braucht doch noch ein Kostüm. Dies ist eine ernste Lage, die wir retten müssen. Und ich weiß, welcher Freund uns da helfen kann. Karte, es geht los. Auf zur Feuerwache. So wird mein Kostüm viel cooler als das von Buster. Danke, dass du mir hilfst, Buster. Immer wieder gern. Halloween ist der Hammer. Buster, wird es nachts nicht ein bisschen unheimlich? Sonst macht es ja keinen Spaß. Wie soll das denn bitte Spaß machen? Warte mal ab! Hallo? Tut mir leid, ich habe ja noch mein Kostüm an. Ash, hast du uns aber erschreckt? Mich hast du nicht erschreckt. Aber mich. Auf eine gute Art. Siehst du, es macht Spaß. Ich habe ja gar nicht vor, die Leute zu erschrecken. Ich möchte ihnen lieber helfen. Das ist meine Cousine Bella. Sie braucht ein Halloween-Kostüm. Möchtest du auch ein Gespenst sein?
Hier drin ist es aber dunkel und unheimlich. Trotzdem danke. Schon gut. Sei, was du sein möchtest. Hey! Schaut euch mal die Süßigkeiten an, die die Feuerwache verteilt. Ja! Klasse! Kandierte Äpfel! Ich liebe kandierte Äpfel! Ich auch! Sie sind so süß und knusprig und lecker! Unter dem Ding sehe ich gar nichts. Wo sind denn nur alle hin? Oh, war ich das etwa? Das tut mir leid. Warum nimmst du mein Laken, ohne mich vorhin zu fragen? Ich wollte wissen, ob das Gespensterkostüm cooler ist als mein eigenes. Ist es aber nicht. Also, ich denke, Gespenster sind besonders cool. Und nur darauf kommt es an. Dein Kostüm ist bestimmt auch super cool, Bandit. Als was er auch geht. Du hast uns noch mehr Äpfel beschert, Bandit. Vielen Dank dafür. Ich sammle sie lieber mal ein. Viel Glück bei der Kostümsuche, Bella. Danke. Tschüss. Tschüss, Ash. Tschüss, Ash. Wohin jetzt? Karte? Wohin geht es zu Scout? Es geht los. Was für ein Freund lebt denn hier? Einer meiner Besten. Sie ist ein... Scout. Das ist meine Cousine Bella. Bella, das ist Scout, meine Freundin. Ich bin kein echter Zombie. Ich bin ein Streifenwagen. Siehst du? Ich beschütze die Menschen vor Räubern. Wie findet ihr die Polizeiwache? Wir haben sie für Stoßstange, sonst gibt's Saures ganz besonders herausgeputzt. Stoßstange, sonst gibt's Saures? So sagt man in Wheelieville zu Süßes oder Saures. Man ruft Stoßstange, sonst gibt's Saures, macht den Kofferraum auf und bekommt eine leckere Süßigkeit. Oh, zeigen wir Bella, wie es geht. Stoßstange, sonst gibt's Saures. Ihr Doofmänner, das ist doch nur Scout. Das wusste ich gleich. Und jetzt bekommt ihr etwas Süßes. Du auch, Bella. Dankeschön. Wenn man einen Freund besucht und sein Haus ist von außen ganz schauerlich dekoriert, weiß man doch, dass es sicher ist. Denn man kennt ja die Leute, die darin wohnen. Ich freue mich schon, nachher alle kostümiert zu sehen. Ich bin ein Superheld. Ich bin... was noch Besseres als ein Superheld. Ich weiß es noch nicht. Sei doch ein Zombie wie ich. Danke. Aber ich suche erst mal weiter. Okay. Was ist das? Etwa ein Halloween-Monster? Nö, das war nur mein Alarm. Das bedeutet, dass ich mich drin einstöpseln muss. Ich will doch für die große Parade voll aufgeladen sein. Tschüss. Tschüss, Guys. Tschüss. Ich überprüfe auch mal lieber meinen Akku. Da ist nicht mehr sehr viel Saft drauf. Fahren wir jetzt nach Hause? Du musst dich aufladen. Und es wird auch bald dunkel. Ich lade mich auf, wenn wir dein Kostüm gefunden haben. Vielleicht hat Diggly ja eine Idee. Karte, führe uns zu Digglys Baustelle. Es geht los! Oh, seht euch die ordentlichen Blätterhaufen an. Sie sind nach Farbe sortiert. Die sind ja hübsch. Die hier sind rot, die gelb, die orange und die hier braun. Das hat doch bestimmt ganz viel Zeit gekostet. Da will ich gleich reinfahren und sie durcheinander wirbeln. Tu das nicht, Bandit! Diggly, hast du uns erschreckt? Warum kleben da Blätter an dir? Ist das nicht offensichtlich? Ich bin ein Baum. Für Halloween? Oh, das ist meine Cousine Bella. Wir suchen nach Kostümideen für sie. Ich komme nur mit, um zu sehen, wofür sie sich entscheiden. Wozu brauchst du denn die Blätterhaufen dort?
Mein Kostüm ist leider noch nicht fertig. Ich habe die exakte Mischung aus roten, braunen, gelben und orangefarbenen Blättern berechnet, um als Baum realistisch auszusehen. Aber dann habe ich mit dem Kleber rumgespielt und jetzt steckt meine Schaufel schon nach zwei Farben fest. Wir können dir helfen. Wirklich? Man reiche mir 5 rote und 4 gelbe Blätter. Wenn mein Kostüm cooler sein soll als das von Buster, brauche ich den Kleber vielleicht. Oh, huch, ups. Bitte schön, Diggly. 5 rote Blätter. Und 1, 2, 3, 4 gelbe. Du kannst ja gut zählen. Danke. Also gut, Bandit. Wir brauchen jetzt den Kleber. Ich danke euch. Das ist genau die richtige Anzahl Blätter. Und es sind noch so viele übrig. Möchtest du auch ein Baum sein, Bella? Schon, aber der Kleber ist mir zu klebrig. Also suche ich lieber weiter. Wir sehen uns bei der Parade. Aber es wird doch schon spät. Wir sollten nach Hause fahren. Ein Notfall! Ich brauche Hilfe! Keine Sorge, Amber. Ich helfe dir immer gern. Auf geht's! Kommst du mit, Bandit? Was ist es denn für ein Notfall, Amber? Welcher Kürbis würde Jada am besten gefallen? Das ist dein Notfall? Wenn es Amber wichtig ist, dann ist es ein Notfall für sie. Na gut, dann nehmen wir den gruseligsten. Wie wär's mit dem da? Der ist doch gar nicht gruselig. Der lächelt ja. Der hier ist witzig. Der ist ja richtig albern. Wenn er uns zum Lachen bringt, ist er der Beste. Ich schlage vor, wir nehmen den da. Aber zu Halloween soll man doch nicht albern sein. Es geht darum, cool und gruselig zu sein und das beste Kostüm zu haben. Was ist denn im Bandit gefahren? Ich weiß es auch nicht. Aber es wird wirklich langsam dunkel. Wir nehmen den Kürbis für dich mit in die Werkstatt, Amber. Wenn jemand Bella helfen kann, ein Kostüm zu finden, dann Jada. Hier ist es aber unheimlich. Ich will da nicht reingehen. Jadas Dekos sind immer klasse. Aber sie sind harmlos. Siehst du? Oh, Süßigkeiten. Möchtest du jetzt reingehen? Hi! Jada, dein Astronautenkostüm ist ja toll. Hier ist dein Kürbis. Wie schön. Ihr habt den albernen Kürbis ausgesucht. Den finde ich super. Und wie hat euch meine Außendeko gefallen? Erst hatte ich Angst, aber dann fand ich sie witzig. Du kennst dich richtig gut mit Halloween aus. Ich liebe Halloween einfach. Ich feiere es schon seit langem. Wow! Sieh sich einer deiner vielen unterschiedlichen Kostüme an. Ingenieurin, Wissenschaftlerin, Erfinderin, Mechanikerin. Wisst ihr, wenn ich mich kostümiere, dann kann ich all das ausprobieren, was ich immer schon sein wollte. Ich verkleide mich als Superheld, weil ich ein echter Held sein will, wenn ich groß bin. Für eine echte Superheldin bin ich leider nicht mutig genug. Woher weißt du das, ohne es auszuprobieren? Beim Kostümieren gibt es kein richtig oder falsch. Zu Halloween musst du nur einen Menschen beeindrucken, und zwar dich selbst. Zu Halloween, und das ist schön, da zieh ich an, wonach mir grad ist. Aha. Ob gruselig doof oder schrecklich gut drauf, mein Kostüm strahlt es aus und der Spaß hört nie auf. Seid ihr auf Abenteuer aus, zeigt mir, dass ihr euch traut. Und seid genau wie ich ein Astronaut. Ob als Hexe, die gern lacht oder fröhliches Gespenst. Ja. Seid was immer ihr wollt, denn heute ist alles erlaubt. An jeder Tag, was er mag. Genau. An jeder Tag, was er mag. Was er mag. Zu Halloween. Trag das, wonach dir grad ist, an jeder Tag,
was er mag. Als Superheld bekämpfe ich den Bösewicht. Als Nachtgespenst schocke ich euch nicht. Ob Cowboy, ob Mumie, ob Werwolf, ob Zombie, der durch das Mondlicht tanzt. An jeder Tag, was er mag. Genau, genau. An jeder Tag, was er mag. Was du magst. Dann lasst uns beginnen. Schnappt euch einen Hut. Das ist doch ganz einfach, dieser Hut steht euch gut. Trag, was du magst. Trag, was du magst. Trag, was du magst. Trag, was du magst. An jeder Tag, was er mag. An jeder Tag. Das, wonach dir grad ist, an jeder Tag, was er mag. Fällt dir die Kostümauswahl jetzt leichter, Bella? Jada, basta! Ihr müsst mir helfen! Die Jada-Laterne ist verschwunden! Oh, das ist fürchterlich! 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 Ohne Jadas Jada-Laterne findet die Parade im Dunkeln statt! Im Dunkeln? Ich meine, im Dunkeln, das geht doch nicht. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Parade abzusagen. Ich sorge schon dafür, dass die Parade stattfindet. Oh, dann mal los, Buster. Wir müssen doch bloß Jadas Kürbislaterne finden. Buster und Bella übernehmen diesen Fall. Aber eher Buster. Ich mag die Dunkelheit nicht. Oh nein! Jemand hat meine Süßigkeitenschüssel gestohlen. Also gut, dann folgen wir mal alle zum Tatort. Aber ist das denn nicht der Tatort? Ich meine doch den ersten, den, an dem Jadas Laterne verschwand. Geht es zu Halloween in Wheelieville immer so zu, Buster? Nein, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ja, irgendwer hat Jadas Laterne gemopst und ist dann lang gefahren. Woher weißt du das? Ein Streifenwagen hat für solche Sachen immer den richtigen Riecher. Sollen wir Scout jetzt folgen? Ich glaube, sie fährt in die falsche Richtung. Schau mal, Bonbonpapier. Eine ganze Spur davon. Und sie führt dort lang. Ich vermute, der Jada Süßigkeiten hat, hat auch die Jada-Laterne. Gehen wir dem nach. Oh, mein Akkuwarnlicht. Jetzt ist nicht die Zeit zum Aufladen. Buster, ich hab Angst. Ich bin nicht so mutig wie du. Ich war auch nicht immer mutig. Dann habe ich mich angestrengt und wurde immer mutiger. Na gut, ich versuch's. Klasse! Oh nein, nein, nein! Oh nein, nein, nein! Ash, was ist denn los? Meine kandierten Äpfel sind weg. Sieh nur. Ich wette, derjenige, der Jadas Kürbis und ihre Süßigkeiten hat, hat auch die kandierten Äpfel. Was ist denn mit Diglis Blättern passiert? Jemand ist durch sie hindurchgefahren. Oh, Diggly, das ist ja furchtbar. Nach der Parade sollten doch noch alle damit spielen dürfen. In die Spur aus Papier und Apfelgehäusen mischen sich jetzt auch Blätter dazu. Müssen wir denn dort hineinfahren? Alles ist gut, Bella. Solange wir unser Licht haben, sehen wir, wo wir hinfahren. Ich bin doch bei dir. Das ist nur ein Stein. Ich habe doch so eine Angst im Dunkeln. Darum will ich ja auch gar kein Kostüm haben. Weil du dich fürchtest, nachts draußen zu sein? Aha. Bella, das ist doch nicht schlimm. Ich mag die Dunkelheit doch auch nicht. Aber du bist doch so mutig. Mein Licht verleiht mir Mut. Ich habe gelernt, dass in der Dunkelheit alles genauso ist wie am Tag.
nur eben nicht beleuchtet. Wenn du das Licht anmachst, dann gibt es nichts, vor dem man Angst haben muss. Oh nein! Ich hätte mich längst aufladen müssen. Ich kann mein Licht nicht mehr einschalten. Ohne mein Licht habe ich Angst, mich zu bewegen. Was ist das? Es ist so unheimlich. Augenblick mal. Das Rülpsen kenne ich doch. Bandit? Bist du das unter all den Blättern und dem Bonbonpapier? Nein. Na los, Bandit. Raus mit der Wahrheit. Warum siehst du bloß so aus? Na gut. Ich habe Jada Süßigkeiten geklaut. Und die Äpfel von Ash. Ich habe den Kleber verschmiert, bin durch Diglis Blätter gefahren und hab die Jada-Laterne geklaut. Na, das war aber nicht besonders nett von dir. Das weiß ich doch. Warum hast du es denn dann gemacht? Mir fiel kein Kostüm ein, das so cool ist wie das von Buster. Ach, Bandit. Jetzt wird mir alles klar. Du hast das gemacht, um die Parade aufzuhalten. Weil es dir unangenehm war, ohne Kostüm dabei zu sein. Ja. Niemand muss sich für sein Aussehen schämen. An Halloween geht es nur um den Spaß. Buster hat mir den ganzen Tag über geholfen, ein Kostüm zu finden. Damit ich auch Spaß haben kann wie ihr. Jetzt schäme ich mich wirklich. Und nicht wegen der verputzten Süßigkeiten. Es tut mir leid. Ob die Parade rechtzeitig stattfinden kann, wenn ich alles wieder zurückgebe? Vielleicht. Aber ohne mein Licht habe ich zu große Angst im dunklen Wald. Ich bin ja vielleicht ein feiner Held. Du hast die Äpfel von Ash gefunden. Du hast Diggly Scout und Ember geholfen, mich durch den dunklen Wald geführt. Und du hast Bandit mitsamt Jadas Kürbislaterne gefunden. Jetzt weiß ich, als was ich zu Halloween gehen will. Tatsächlich? Als was denn? Als ein Superheld. Wie du. Worauf warten wir dann noch? Super Buster und Super Bella sind hier, um Halloween zu retten. Wie finden wir dann im Dunkeln den Weg zurück? Die Jada-Laterne. Eine Spitzenidee, Bandit. Jetzt können wir den Rückweg sehen. Los, fahren wir. Los, Buster. Heb auf dem Weg noch deinen Müll auf. Das Bonbonpapier ist voll klebrig. Die ganze Arbeit war umsonst. Die Jada-Laterne ist immer noch unauffindbar. Dann müssen wir die Parade wohl doch absagen. Das müssen wir nicht. Seht nur. Das Licht. Du hast meine Jada-Laterne gefunden. Ich fand mein Kostüm nicht cool genug. Darum wollte ich die Parade verhindern und habe die ganzen Sachen geklaut. Es tut mir leid. Danke, Bandit. Ich nehme deine Entschuldigung an. Weißt du, hättest du gefragt, hätten wir dir mit dem Kostüm geholfen? Beim nächsten Mal mache ich das. Worauf warten wir denn noch? Wir müssen eine Parade auf die Beine stellen. Hurra! Ich möchte bei der Parade helfen, wenn ich darf. Ich kann Hilfe gebrauchen. Willst du dich denn nicht vorher kostümieren? Ich habe gar kein Kostüm. Aber sicher hast du eins. Du bist das Bonbon-Monster. Ach ja? Ja, das bin ich. Ich bin ein Bonbon-Monster. Das ist ja ein cooles Kostüm. Wir sollten uns auch besser umziehen. Aber ich habe doch noch gar nichts, aus dem ich mir ein Kostüm machen kann. Na, frag sie doch. Sag, was du meinst.
das ist schön. Da zieh ich an, wonach mir grad ist. Aha. Ob gruselig doof oder schrecklich gut drauf. Mein Kostüm strahlt es aus und der Spaß hört nie auf. Seid ihr auf Abenteuer aus, zeigt mir, dass ihr euch traut. Oh. Und seid genau wie ich ein Astronaut. Ob als Hexe, die gern lacht oder fröhliches Gespenst. Ja. Seid was immer ihr wollt, denn heute ist alles erlaubt. An jeder Tag, was er mag. Genau. Genau. An jeder Tag, was er mag. Das, wonach dir grad ist, an jeder Tag, was er mag.